Connect and Celebrate. Was ein Event heute hier aus dem Weißen Haus Kölns im Golfclub St. Urbanus. Darf ich Sie auf das Allerherzlichste hier willkommen heißen bei uns. Es mag man kaum glauben, aber wir sind hier immer noch auf Kölner Stadtgebiet, wobei zugegebenermaßen das Stadtgebiet von Köln am Rand unserer Golfanlage aufhört. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eben hier praktisch schon auf dem Land sind. Den Flieger hören wir äußerst selten. Normalerweise sehen wir ihn nur, hören ihn aber nicht, ist absolut ruhig hier. Und insofern ist also einfach schön, erholsam hier. Wir wollen connecten, wir wollen verbinden, wir wollen Menschen einfach gemeinsam pushen. Wie wichtig ist das denn für Sie, einfach miteinander zu arbeiten, zu netzwerken, nicht nur an sich zu denken, weil alle, die jetzt hier sind, das finde ich klasse, California Sun auch gerade eingetroffen, A und B zu vermischen, dass da vielleicht C entsteht. Sind Sie auch ein Connector? Connecten, ja klar. Man sitzt hier zusammen, man spielt eine Runde Golf, man verbringt viel Zeit miteinander. Wir haben, wenn man so will, aus Business-Sicht Stammkunden, primär Stammkunden. 80% unseres Geschäftes sind Stammkunden. Wir werden gemeinsam alt. Playmodels unterstützt gerne Unternehmen insoweit, dass wir nette, attraktive, freundliche Menschen schon an den Empfang stellen und dadurch die Gäste sich schon direkt willkommen heißen, vom ersten Moment an. Wir machen die Telekom Hauptversammlung, Lenxis Hauptversammlung, Lenxis, Evonik, alle Hauptversammlungen machen wir und da sind immer sehr, sehr viele Frauen von uns, die auch da einen Empfang, die Sicherheitskontrollen, alles machen, genau. Und das ist jetzt schon lange her. Einfach, dass die Sachen schon tragbar sind, aber auch trotzdem ein bisschen ausgefallener. Ich achte sehr aufs Detail, also auch innen drin sieht es gut aus, Qualität finde ich wichtig. Dann wiederum finde ich auch wichtig, wer die Sachen macht, also das nicht, ne? Irgendwie, ja, ich will es nicht sagen. Aber und natürlich, also schon, es ist schon auffälliger eher. Also es ist kein 0815-Zeug, was irgendwie jeder anhat oder anhaben soll.